hallo zum zweiten Teil des Videos. Wie versprochen, beginnen wir mit dem Ritualplatz, den wir uns ausgesucht haben. Und ihr seht, er sollte recht frei sein, damit euch die Bäume nicht irgendwie in die Quere kommen, wenn ihr Feuer macht, was ich jetzt natürlich nicht machen werde. Als allererstes geht es darum, dass ihr euren Ritualplatz vorbereitet, indem ihr ihn von solchen Ästen und Steinen befreit, ein bisschen sauber macht, am besten kreisförmig. In der nördlichsten Richtung baut ihr euren Altar auf. Wie der Altar auszusehen hat, auch dazu wird es demnächst ein eigenes Video geben. Das werde ich euch dann hier unten verlinken. Und dann könnt ihr das euch dann angucken. Als allererstes müssen wir natürlich den Energien und den Geistern des Landes und des Ortes unser Heil wünschen, damit sie uns auch an ihrem Platz arbeiten lassen. Ich mache das immer ganz gerne mit einer kleinen Wortwahl. Ich beginne einfach mal, indem ich sage: Heil den Asen und Wannen! Heil den Ahnen! Heil fruchtschwangerer Erde! Heil den Geistern dieses Ortes! Heil den Wesen! Heil den Drusen! Heil den Diesen Midgards! Danke, dass wir an eurem Ort sein können. Behütet unseren Ritus und seid Zeuge, wenn ihr wollt. Danke. Als kleine Einstimmung darauf, damit wir uns mit den Energien des Ortes verbinden. Für diejenigen unter euch, die als Blutmann bzw. Blutfrau agieren, ist jetzt eine gute Situation gekommen, wo ihr euch anfangen könnt, mit dem Welkenbaum zu verbinden, indem ihr euch kurz schulterbreit hinstellt, tief durchatmet und euch vorstellt, wie eure Füße Wurzeln entwickeln und nach unten wachsen, eure Wirbelsäule sich streckt und reckt und aus eurem Rückgrat heraus die Äste und die Krone des Baumes kommt. So könnt ihr euch etwas sammeln und Energie aufnehmen. Dann, wenn ihr das Gefühl habt, es ist so, es ist in Ordnung, wendet ihr euch gegen, im Uhrzeigersinn, nach Osten. Thor, Freund der Menschen, Hüter von Midgard, beschütze uns und unseren Kreis von den Riesen aus dem Eisenwald. Gegen Süden gerichtet. Heil Thor, Freund der Menschen, Hüter von Midgard. Beschütze uns von den singenden Feuern von Muspelheim. Im Westen. Thor, Freund der Menschen, Hüter von Midgard. Behüte uns von der mächtigen Seeschlange aus dem Weltenmeer. In nördlicher Richtung. Thor, Freund der Menschen, Hüter von Midgard. Beschütze uns von den frostigen Nebeln aus Niflheim. Dann geht ihr in die Mitte des Kreises, hebt euren Stab oder euren Eidhammer, je nachdem. Der Schutz Thors, des Hüters der Menschen, Hüter von Midgard über mir. Der Schutz Thors, Hüter der Freunde der Menschen, Hüter von Midgards Schutz unter mir. Sein Schutz um mich herum. Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Blutteilnehmer im Kreis sich befinden. In der südlichen Richtung wird normalerweise ein Feuer entfacht, was wir jetzt natürlich aufgrund der Brandschutzbestimmung nicht tun können. Wenn wir damit fertig sind, den Kreis soweit vorbereitet zu haben, bitten wir
die vier Himmelsrichtungen uns beizustehen. Ihr Hohen aus dem Osten, seid geladen in unseren Kreis, kommt und schaut uns zu. Ihr Hohen aus dem Süden, seid geladen in unseren Kreis, kommt und schaut uns zu. Ihr Hohen aus dem Westen, ihr seid geladen, kommt in unseren Kreis und schaut uns zu. Ihr Hohen aus dem Norden, ihr seid eingeladen, kommt in unseren Kreis und schaut uns zu. Damit haben wir einen dreifachen Schutz uns aufgebaut. Wir haben auf der einen Seite die Geister des Landes, auf der anderen Seite Thor, der uns beschützt, und wir haben die vier Himmelsrichtungen eingeladen. Jetzt kann man den eigentlichen Ritualgrund benennen, sei es eine Weihe, sei es eine Taufe oder wie auch immer, sei es jetzt ein Lebensabschnitt, der gefunden wird, oder auch eine Bitte an die Götter. Machen wir es einfach, einen kleinen Gruß an Freya, und dann hebe ich den Kreis wieder auf. Freya, oh Freya, maiden lover mother grown. Freya, oh Freya, I feel you in your blood and in my bone. You are passion, you are whiteness, you are warrior woman, you are love flowing to me. You are passion, you are whiteness, you are warrior woman, you are love flowing to me. Normalerweise würde ich jetzt nach der kleinen Invokation Freyas ein Trankopfer geben, was ich gleich noch tun werde. Und anschließend ein paar Minuten in einer meditativen Haltung verweilen und dann den Kreis aufheben, indem ich in umgekehrter Reihenfolge die Hohen zurückschicke. Ihr Hohen aus dem Norden, wir danken euch für euren Besuch und die Hilfe bei unserem Ritual. Kehre ich um in den Westen. Ich danke euch Hohen aus dem Westen. Danke, dass ihr uns beigewohnt habt und Hilfe bei unserem Ritual. Ihr Hohen aus dem Süden, danke, dass ihr uns beigewohnt habt und uns geholfen habt bei unserem Ritual. Im Osten, ihr Hohen aus dem Osten, danke euch, dass ihr uns beigewohnt habt und für die Hilfe bei unserem Ritual. Nun ist es an der Zeit, Thor nach Hause zu schicken. Das mache ich ein wenig anders, da gehe ich nicht in die ganzen Himmelsrichtungen umher, sondern sage einfach, Thor, Hüter der Menschen, Hüter von Asgard, Bekämpfer der Riesen aus Jotunheim, ich danke dir für den Schutz, den du uns bei diesem Ritual gewährt hast. Kehre heim in dein Reich, wenn du musst, bleibe, wenn du willst. Wie ich unseren lieben Thor kenne, wird er meistens bleiben oder gehen. Wir haben da leider keinen Einfluss drauf. Anschließend bedanken wir uns bei den Elementen und den Geistern der Erde, an der wir gewesen sind. Heil den Asen und Wanen. Heil den Geistern und Elementaren Midgards, damit ihr uns erlaubt habt, an diesem euch heiligen Ort unser Ritual zu leiten und auf uns Acht gegeben und beschützt habt. Zwischen uns sei Frieden. Als Opfer gereiche ich euch ein Trankopfer, was ich dann später machen werde. Und damit hebe ich den Kreis auf. Für den Anfang könnt ihr damit schon relativ viel machen und viel tun. Könnt ihr auch mit eigenen Worten arbeiten. Was ich jetzt genommen habe, ist eine Variante davon. Ihr könnt jederzeit auch mit eigenen Worten etwas sagen. Denkt dran,
was immer ihr in einem Ritualkreis sprecht und was mit euren Augen und euren Herzen gesprochen wird, ist viel, viel mehr wert als alles, was ihr irgendwo in Büchern lernen könnt. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Hinterlasst einen Kommentar unten, wenn ihr wollt. Liked es, gebt mir einen Daumen hoch, einen Daumen runter, alles ist willkommen. Wenn ihr wollt, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, Asenheil und Warnensegen.